Wir haben noch rein gar nichts erreicht. Wir haben aber auch noch fast 400 Stunden, wobei das kann schneller vorbei sein, als wir gucken können. Aber erst einmal hallo-derseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Wir müssen auf die Mission Acht geben. Wir haben jetzt noch fast genau einen Tag Zeit. Wir müssen ein neues Lagerhaus errichten und passenderweise haben wir noch die Mission vom letzten Mal mit Lager für Lau. Genau, und das war eben meine Erinnerung, dieser Brief hier. Hier ist wieder was los. Hier oben wird sich über die Einrichtung beschwert. Lager bauen. Recht weit weg, ne? Ich will es ja eigentlich verkaufen. Unser Lager ist da und ist gar nicht mal so weit weg. Da fahren sie direkt hin. Gut, dann muss ich hier auf jeden Fall kein Lager hinbauen. Dann suche ich mir einfach mal irgendwo eine Örtlichkeit, wo eine U-Bahn-Station direkt nebendran ist. Ich könnte dem hier die Schule wegnehmen, wobei eine Schule... Moskau scheint mir sehr schwierig zu sein. Da könnte ich vielleicht selbst ansetzen. Hier könnte man einen guten Lager hinbauen. Das hier ist die Rückseite eines Hauses. Da müssten... Wobei, ist dieser Zipfel auch auf dieser anderen Seite? Das sieht man von hier nicht. Leider geht hier gerade keiner rein oder raus. Hier wäre aber eine U-Bahn. Hier wäre aber auch schon unser anderes Lager. Hier wäre eine U-Bahn. Hier kostet eine Filiale... die 3000, die machen es nicht aus. Dann bauen wir hier ein Lager hin. Direkt neben der U-Bahn. Je nachdem wie... 28... San Marco, das ist hier. Je nachdem, wie viel wir dafür bekommen würden für das Lager, kann ich es ja wieder verkaufen. Oder ich behalte es einfach, weil es direkt neben der U-Bahn ist. Kurzer Weg und so. 36.000. Na, ich benutze immer so selten die Pfeile. Und hier haben wir jetzt Plus. Gut. Ich habe hier... apropos, wenn ich gerade das Pizza-Symbol hier fast in der Mangel habe. Ich habe einen netten Hinweis von... Xerxes bekommen. Xerxes. So oder so. Auf jeden Fall zwecks Belagdicke. Und da ist mir auch eingefallen, also worum es erstmal ging, was du geschrieben hast, ja, beachte doch die Belagdicke bei den Bonzen. Die mögen es nicht so dick. Ja, daran kann ich mich erinnern. So schleierhaft. Da können wir mal kurz nachschauen. Die Bonzen, dies ist der Geldadel der Stadt. Da sich diese Leute über Preise keine Gedanken machen müssen, achten sie besonders auf die Qualität. Sie bevorzugen ein gepflegtes Ambiente bei gehobener Unterhaltung. Vor allem klassische musikalische Untermalung oder Jazz. Auf einer Pizza achten sie besonders auf die schön symmetrische Präsentation. Sie erwarten eine sehr hohe Personalstärke in einer Filiale. Es sollte sich dabei um gesetzteres Personal um die 40 Jahre handeln. Bonzen haben mit Wachenpräsenz in einer Filiale keine großen Probleme. Hier steht jetzt nichts von der Pizzadicke. Personalstärke da. Dicke, 100% heißt besonders dick und hier eher kaum gefüllt der Kuchen, also eher nicht so dick. Sie haben die Mission erfüllt. Was war nochmal die Belohnung? 18.000. Ja, vielen Dank. Wir haben ganz schön viel Geld. Und jetzt weiß ich auch, warum überall meine Lieblingspizza nicht so gut bei den Bonzen ankommt, weil hier halt verdammt viel Schmott drauf liegt. Das ist nicht dezent, das ist nicht belagdünn, das ist belagdicke. Eieieiei, 33, also den Marktanteil bei den Prolls krieg mal hin. Ach ja, oh, upsa. Ich bin gewillt, jetzt gleich eine Filiale zu holen. Kostet nur 41.000. Wo ist eine Bank, ist, die wir hier gleich zu Klump machen? Machen wir aber. Und direkt neben der U-Bahn, da weiß ich ja schon, wo ich vielleicht hier das Lager herbeziehe. 20.000. Nicht verkehrt, ich baue erstmal aus. Dann ist es auch noch etwas mehr wert. Hätte jetzt mal auf den genauen Wert schauen sollen. Schaut mal, so ein Punk achtet auch beim über die Straße gehen. Die sind gar nicht mal so blöd. Ja, wir haben hier unten schon eine Filiale dicht gemacht. Das war mal unsere. Fängt die Miete. Normalerweise liegt die bei um die 25.000, aber Moskau ist halt so freundlich.
Wir haben schon ein paar Filialen dicht gemacht, aber auch die Konkurrenz, die hatten ja teilweise schon mal 2 Filialen. Jetzt haben sie alle wieder nur noch eine und wir bauen gleich unsere 3. Wir müssen ja auch den Marktanteil hinbekommen. 2 Gegner in den Konkurs treiben, das kriegen wir auch schon hin. Filiale direkt neben der U-Bahn. Da wartet noch jemand auf Futter. Hier wartet aber generell jemand, na, die rühren gerade auf. Ja, da ist auch noch was. Auf Zutaten. Hier sieht's aus wie im Saustall. Da müssen wir helfen. San Marco. Ist auch einiges eine los. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Ich werde die erstmal klein lassen. Werde erstmal gucken, wie die so ankommt. Wobei Einflusskreis... Okay, wir bauen sie einmal aus. Hier wird noch gebaut. Poseidon bekommt bald ein Promi. Er ist gerade dicht. Die macht ja dogmäßig erst um 9 oder um 6 auf. Um 6. Und Fatman kommt auch vorbei. Ja, schade. Ja. Beste Filiale der Stadt. Das wird auf jeden Fall Poseidon sein. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Genau, und hier kommt bald ein Promi hin. Baumaßnahme abgeschlossen. Der Einflusskreis. Jahreswechsel. Wir haben schon das Jahr 2019. Neues Jahr, neue Einflusskreise. Das ist die größte Aktualisierung, die es da gibt. 22.000 hat sich auf jeden Fall gelohnt auszubauen. Ich baue mal noch nicht voll aus, wobei wir haben hier noch eins. Für eine Mission will ich es mir bereithalten. Fertig in der nächsten Stunde, dann kann ich schon mal 5 Minuten eine Wachen losschicken. Baumaßnahme ist abgeschlossen. 14.000 kostet die Ausbildung nur. Schaut sie euch an, gleich sehen sie anders aus. Mit Pistole? Na gut, ihr kennt ja schon, wie die aussehen. Die haben jetzt gleich ein Schießgewehr. Jetzt sehen sie halt so aus. Und bei Stufe 3 haben sie eine Mütze auf. Sehen noch etwas ausgebauter aus, also mit Weste, und die haben halt Maschinengewehr. Yeah, 1% Filialprüfung. Ich muss loslegen. Die mögen hier auch edel, ja. Hier ist gar keine Musik. John. Klar, wieder edel, rot. Ich glaube, ich werde jetzt mal vermehrt darauf setzen, hier nur ganz wenige Tische. Falsch, ganz wenige Stühle an die Tische zu setzen. In einer Filiale fehlt Personal. Ja. Öffnungszeiten haben sich selbstverständlich nicht geändert. Dann machen wir am besten gleich mal um 3, ab um 3. Das Alter würde passen für die Bonzen. Da. Dann nehmen wir mal 3 Köche. Здравствуйте. Ja, ich weiß, Personal ist bisher nicht so pralle, aber wir bilden es ja noch aus. Здравствуйте. Nehmen wir mal 6. Ich weiß noch nicht, wie gut die Filiale läuft. Hoffentlich läuft sie bald gut. Reichen aber erstmal 6 und 4 und dann mache ich noch einen Lieferservice. Toll, toll, nicht so toll, nicht so toll. Was mache ich eigentlich? Ach ja, ab um 3, weil ich hier so mache. Da. Nicht so beliebt, aber gut, kann richtig gut kochen. Da kann sie auch kochen, das ist wunderbar. Nicht so gut servieren. Die können alle nicht so gut. Dann bauen wir es halt einfach aus. Kostet zwar hier genauso viel wie anderswo. Immerhin beliebt. Jetzt habe ich überall 5, oder? Ne, 6 waren es, ne? 6. Здравствуйте. Mhm, den werde ich gleich wieder ausschmeißen. Sie auch. Здравствуйте. Ist so kalt, ja, kann ich verstehen. Oh, scheiße, ja. Tschüssi. Eigentlich muss noch jemand rausfliegen. Du. On the
es ist schon Dreck in der Filiale. Ja, super. Gehst weg. Ich hoffe, die ist richtig rum. Macht zwar keinen so großen Unterschied. Moment. Bei denen erkenne ich das sehr schwer. Machen wir es so. Wird sich schon keiner beschweren. Jetzt fehlen auf jeden Fall Plätze. Ja. Oh, hier kommen einige an. Das ist gerade sehr ärgerlich. Wir haben das Geld zwar, wobei 50.000 nur noch, weil ihr hier kostet sollt. Geh schon. In einer Filiale fehlt die Einrichtung. Hier kommt mal ein Dreiertisch hin. Ein Platz. Ja, die findet keinen Platz, weil sie, als sie reingekommen ist, war noch nix. Dann wieder zur Orientierung hier ein Stuhl hin. Ah, mir fällt gerade ein. Neuen Lieferanten. Machen wir mal Feinkostdepot. Oh, hier ist was zu. War die schon die ganze Zeit zu? Ich merke mir... Lila hat sie ja. Ich glaube, das war... Hier war Lila, ne? Beliefern. Belle. Müsste die neue heißen, ja. Sieht irgendwie komisch aus mit drei Stühlen. Ich will so gerne vier Stühle dran setzen. Also das juckt mich am meisten in den Fingern, wenn ich weiß, da fehlen Stühle. Hier kann ich ganz beruhigt mal, weil die am Rand stehen, zwei Stühle noch dran setzen. So müsste es passen. Hier setze ich mal einen ran, nur zur Orientierung. Oh. Hier hätte ich noch... jetzt habe ich die falsche Maustaste gedrückt. Ich stehe mir ja nicht im Weg, du Wache. Ich hätte hier noch einen mehr. Ich wollte umstellen. So. Lässt sich zum Glück noch umstellen, weil sich noch niemand da hinsetzen wollte. Geh weg da, ich sehe nichts. So müsste es passen. Da werde ich gleich mal mit Kunstwerken protzen. Oh, die kosten so viel. Wobei wir haben gerade 12.000. Wir haben gerade 54.000. Ah, Kunstwerk. 3.000. Ich habe ja noch nicht fertig eingestellt, fällt mir gerade ein. Ja, das zeigt sie auch gerade. Als ich gehört habe, Feierabend, ja, da war was. Ich habe ja noch nicht fertig eingestellt. Jetzt gerade 12 Uhr, aber es war ein guter Hinweis. Hier muss noch was rein. Jetzt habe ich hier bloß 5. Ich habe zu viel entlassen. Und, oh, die ist gut. Dann fliegt die andere Tante nochmal raus. Oder ich nehme hier jemanden, der vielleicht beliebt war, aber nicht so gut war. 19 Jahre, zu jung. 1, 2, 3... Okay. Manager fehlt noch. Und ich muss dann wieder die Schwachstellen kontrollieren bei den Filialen. Nicht gesund, nicht motiviert, aber kann managen. Kommt mal rein. Wieso habe ich hier gerade keine Musik? Frechheit. Ich bezahle doch extra dafür. Wir hätten den Möbelzustand hochgesetzt, war ich das? Ich wollte ja eigentlich, hätte gar nicht so viel zu putzen, weil noch gar nicht so lange offen war. Ich wollte hier Kunstwerke hinsetzen. Damit es alle sehen können, direkt dahin. Alles sauber. Nee. Machen wir es mal so. Sieht bestimmt schick aus. Und die Filiale wurde schon ganz gut besucht, deswegen werde ich da gleich weiter ansetzen. Hier würde ein Stuhl hinkommen, wenn da wirklich einer stehen bleiben würde.
Und so. Ich muss unbedingt nochmal gucken. Ich weiß es eben gerade gar nicht, ob ich überall Manager eingestellt habe. Geh weg. Jetzt weiß ich den Abstand nicht mehr oben, weil ich nicht mehr genau gucken kann. Müsste so sein. Sieht irgendwie gerade komisch aus. Es sieht überall so aus, wo hier ein Stuhl steht, aber sieht gerade nicht so passend aus. Ach, manchmal diese Perspektivenverzerrung, weil man gerade so ein komisches Gefühl hat. Es ist manchmal komisch. Hier kommt auf jeden Fall ein Dreier hin. Will ich hier vielleicht mal abweichen? Nö. Der Bonze muss weg, weil er gehen muss. Will ich hier wieder drei hin haben? Eigentlich schon. Hätte ich so lassen können. Nächste Schicht beginnt. Dann wird der Abstand hier mal kleiner. Dich wollte ich noch weg. Dann machen wir es so. Hier, Tisch ran. Da. Nehmen wir den noch weg. Vielleicht sollte ich überall mal Zweierstühle dran setzen. Na, außer hier, hier bleibt's. Aber dann nehme ich dich weg. So, hier muss noch ein Tisch ran. Ist gerade sehr gemütlich, oder? Der sitzt schon, der Alte. Ist gerade sehr gemütlich, oder? Wir einrichten so etwas vor uns hin. Prestige. Mist, wurde der schon besetzt von der Yuppie-Dame dort? Resumiza. Ich komme nicht mehr in den Stuhl ran. Dann bleibt halt erstmal da stehen. Also groß jetzt, zack, zack, knallig, das muss, das muss. Das ist gerade nicht der Fall. Ist relativ entspannt. Sieht so komisch aus mit zwei Stühlen. Nein, war die Wache noch im Weg? Der hat's aber eilig. Das soll sich ja nicht verschlucken. Am Ende stirbt er noch in unserer Filiale und dann haben wir einen Zappen. Die Bewertung sieht gut aus bei den Vieren. Liegt das an den zwei Stühlen? Womöglich schon. Ich meine, wenn ich Gast wäre, ich hätte es auch lieber, wenn ich selbst einen Tisch für mich alleine hätte. Je weniger Stühle stehen, umso besser, desto mehr Ruhe. Ich würde ja ganz gerne den Stuhl da wegnehmen. Und dann nehme ich ihm den Tisch. Dann lassen wir das erstmal, den können wir jetzt zur Not noch... jetzt ist der Müll. Na, zum Glück wollte ich ja eh auf der anderen Seite ansetzen. So, belassen wir es erstmal so. Man muss aber noch Grünzeug rein. Ein Flügel passt gerade nicht rein. Auf jeden Fall kommt noch Grünzeug rein. Aquarium will ich noch setzen. Moment, Aquarium muss sein. Hier passt es ganz gut hin. Also an sich gefällt mir die Filiale, wenn nicht diese Zweiertische wären. Sieht gerade komisch aus. Ich glaube, ich bin ein Stück zu weit vorne. Ich belasse es aber erstmal so. Hier wieder was zum Stolpern. Und ich werde auf jeden Fall Lieferservice abstellen. Stand jetzt sogar zwei. Und hier auch noch. Kann nicht so gut. Die sind alle nicht so prickelnd. Ich werde gleich nochmal Personal ausbilden. Gut, hier habe ich es schon gemacht, aber hier, okay, da geht nicht mehr. Eieiei, ist hier voll. 70.000, na gut, der Tag ist auch bald rum. Kann ich hier eigentlich wieder was machen? Nö. Ah, schade. Ausgaben fast 100.000. Wir haben fast wieder 100.000 auf dem Konto. 13.000, läuft nicht allzu gut, aber läuft. Werde ich jetzt umbenennen in Rimini und Feuerstein kommt oben hin. Da. Da, sagen noch die Köche. Genau, damit bin ich zufrieden. Ist das mit dem roten Streifen und Moskau so? Oder das fällt mir seit letztem auf. Hier nicht, nur bei Edel.
Bei dem edlen Boden da hier auch. Guck da was raus. Ah, die 100.000 werden wir wohl nicht knacken. Personal, Personal. Schwachstellen ausmerzen. Eigentlich können wir sogar noch mehr machen. Wir haben das Geld gerade. Das Personal muss ja gut ankommen. Wir brauchen ja einen gewissen Marktanteil. Insofern klotzen wir mal ein klein wenig. Aber ich sehe gerade, die Folge ist schon vorbei. Das ging mal wieder schnell. Was? Kein Platz. Ist ja wohl ein Witz. Nun gut, dann, wenn das nun mal so gewünscht ist, dann machen wir jetzt eine Pause und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Klingt gut. Und ciao, tschüss.